Jo Leute, willkommen zurück zum zweiten Part von Pokémon Feuerrot. Feuerrot Edition Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir unseren ersten Starter bekommen, zwar Miltank. Haben jetzt unsere 5 Pokébälle bekommen und ab diesem Part jetzt startet die Nuzlocke richtig. Und wir sind auf Route 1 und haben jetzt einen Encounter offen. Ich bin gespannt, wer es sein wird. Und es ist ein... Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Ein scheiß Carpador. Das ist mein erster Encounter? Weißt du... Wow. Ich will auf keinen Fall einen Tackle, Alter. Soll ich das riskieren? Ja, komm. Ja. Okay, jetzt war's mit dem ersten Encounter auf der Route. Wow. Das Projekt startet ja richtig gut, Alter. Das Projekt startet ja richtig gut. Erster Encounter schon verkackt, ey. Alter, das gab es am Urzel. Ich hätte Safcon schon genommen. Hätte mir auch schon gereicht, aber nein. Lombrero, wo warst du vorher? Wo warst du vorher, Lombrero? Oder Steurak, wo warst du vorher, Mann? Habibi. Was ist los mit euch? Komm, bringen wir jetzt auf Level 7. Egal. Wir haben noch viele Routen vor uns. Zwei Routen haben wir sowieso auch noch vor uns, deswegen nicht schlimm. Oder hier. Muss hier aufpassen. Ah, jetzt läuft die Nuzlocke. Das heißt, jeder kleine Fehler kann schlimm werden. Auch wenn ich später auch die Angel bekomme, ich kann auch in der Stadt angeln und Pokémon fangen, das zählt auch als Encounter. Deswegen darf ich die auch nicht verkacken. Und wenn wir schon mal hier sind. Ja, ich werde auch ein bisschen ab und zu mal speeden, also sorry. Motiv. Sonstiges. Wo ist Himmel, Alter? Da ist Himmel. Benenne, natürlich. Ja, nehmen wir uns die Jenseits. Die Jenseitsbox. Jenseits. Ich hoffe, ich habe Jenseits richtig geschrieben. Jenseits. Naja, was soll's. Warte. So, jetzt haben wir. Oh Gott. Ja, wir kriegen noch ein Pokémon noch geschenkt. Das weiß ich auch noch. Aber es ist, glaube ich, erst sehr, sehr viel später. Aber naja. Warte. Ich gehe jetzt nicht mit 2, 3 Pokébällen auf die nächste Route, um einen krassen Encounter zu bekommen, den ich einfach nicht mit anfangen könnte. Deswegen, ich kaufe mir jetzt ein paar Pokébälle. Kaufen wir uns mal so 10 Stück. Und der Rest, ja, geben wir ein Tränke aus. Halt, ein Gegengift nehme ich noch mit. Denn die Hacks, besonders gegen Gift und Paralyse, sind sehr schlimm. Besonders in meinem Fall. Ja. Habe ich geheilt? Ja, ich habe geheilt. Habe ich geheilt? Nein, ich habe gar nicht geheilt. Warum laber ich da? So, mein Gott. Ich glaube, nach dem ersten Ort. Ja, okay. Dann, nee, nicht nach dem ersten Ort, aber ich glaube, irgendwann laufe das Let's Plays. Ich hoffe, das Spiel wird lange gehen. Weil wenn ich verkackt habe, dann habe ich verkackt, dann ist es zählt das Let's Play als beendet. Muss ich bedenken, wenn ich jetzt verkacke, wenn alle meine Pokémon im Team sterben, dann ist es vorbei. Route 22, hier habe ich einen Encounter offen. Bitte gib mir was Gutes hier, ich brauche ein zweites Pokémon im Team. Die Encounter sind nicht auf meiner Seite heute. Aber es lebt. Das ist wenigstens eine positive Nachricht. Es lebt. Naja, okay. Ich nehme alles, was ich kriege. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Geh doch. Hanekon, wie nenne ich dich? Ich glaube, keiner wird Maya kennen. Aber der Kex kennt ihn, also der Milio, das G2 nennt sich den auf YouTube. Und auch ein Kollege von mir auf Twitch.
Der kennt Meier. Er ist ein guter Kollege von ihm. Und in meinem Livestream zu, was war das? Generation 3 war das, glaube ich, zu Rubin Saphir. Da hat Meier er mit, der die meisten Tode hat. Ich bin mal gespannt, wie viele er hier in diesem Let's Play haben wird. Also ich gehe natürlich auch mal heilen. Nach der Heilung mache ich auch einen Cut dann und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich mache noch schnell meine Zeit noch weiter an und dann... So, jetzt können wir weitermachen. So, Panikern. Ja. Nicht der beste Encounter, den ich mir vorstelle, aber okay. Nicht der beste Encounter, den ich mir so vorstelle. Was geht ein bisschen noch auf der Route? Noch ein paar Nekon. Okay, ich werde ein bisschen speeden und so leveln, deswegen nicht wundern. Nur noch ein paar Nekon? Gibt es nur ein paar Nekons? Gibt es hier Peace? Oh, Pi. Peace ist schön. Peace nett. Ich hab. Alter, es gibt Krakelos. Holy fuck. Es gibt Nidokings. Ich hab einen Nidoking gelernt. Nice. Oh, Plussel. Fuck you. Ja. Ich glaube, ihr müsst euch ein bisschen an das Speeden gewöhnen, weil... Es ist so schon ein Tick von mir, dass ich einfach mal ab und zu mal speede. Besonders bei Kämpfen. Ich werde auch ein paar ab und zu mal Trainingsparts machen, wo ich aber gleich Gott in die Welt labern werde, aber das Gameplay werde ich fast nur im Speed-Modus spielen. Deswegen nicht wundern. Es gibt sich drei Kings hier. Weißt du, von allen Countern, ne? Von allen Encountern bekomme ich das beschissenste. Von allen. Weißt du, wisst ihr, Nidoking, Cedra King, Tauboga, was bekomme ich? Ein paar Nekon. Das ist ein Fluch. Selbst Corazon hätte ich genommen, ein Corazon wäre noch einigermaßen noch okay. Für den Anfang. Godzilla, Alter. Komm, bring mir das scheiß Ding noch auf Level 7. Und ich bringe mich noch auf Level 9. Oh fuck. Schnell töten, Alter. So. Heilige Scheiße. Ich glaube auch so ein Let's Play Format könnte so ein Renders in Lasso Challenge schon auch spannend werden. Man weiß ja nie, wie es ausgeht. Man weiß ja nie, wie so es so ausgehen könnte, ne? Okay. Na komm. Gehen wir gegen den Rivalen erstmal an. Der erste Kampf gegen den Rivalen. Oh, ich bin gespannt. Wer schreibt mir gerade auf Discord, Alter? What the fuck? Rabaut. Oh, fuck. Oh fuck. Jetzt habe keine Kampfattacke drauf. Oh. Ich versuche auch bei wichtigen Kämpfen nicht zu speeden, aber manchmal bekommt es mich einfach. Er hat einen Janera? Lol. Okay. Sein Zigzags hat er keinen Bock mehr gehabt. Er hat das einfach schon Janera ins Team genommen. Was aber sehr viele Erfahrungspunkte gibt, ne? Heilige Scheiße. Ich hoffe mal, Miltank wird lange überleben. Weil ich habe nichts gegen Miltank. Warte, 490 Erfahrungspunkte. Oh, shit. Fuck. Ich dachte, es sind zwei Level-Ups. Wird es aber nicht. Mist. Aber gut. Kampf Nummer 1 gegen Frank. Haben wir gewonnen. Das freut mich. Das ist halt so, was du für Losers. So. Ich hoffe, wir kriegen Panikon schnell auf Level 10, damit es so
Pudox wird und halbwegs brauchbar wird auch. Halbwegs. Was willst du von mir? Ach, das war der besoffene Typ, der hier als Kaffeetrinker dargestellt wird, ne? Ach Gott. Ja komm, das überspringen wir, zeigen uns, wie man hier Tutorial fängt. Ja, Tutorial macht, mein Gott. Route 2, neuer Encounter. Ich bin gespannt. Bitte, gib mir was Besseres als ein Panekon. Komm schon, Spiel. Ja, mit einem Minum kann ich schon mehr anfangen als mit einem Panekon. Frage ist, wie schwäch das Vieh. Okay, vergiss es. Und das nenne ich Pikalink. Nach dem Test auch von meinem Discord. Nicht Pinkalink, sondern Pikalink. Pikalink. Ist doch kein Pikachu geworden, der Pichu, aber hey, Hauptsache Minum. Zeig mal her. Mild. Minus. Bild ein Team mit Plus. Ja, okay, die Fähigkeit ist Schrott. Und du bist an sich auch Schrott. Weil du kannst keine Attacke außer Heuler. Was ist heute nur los? Ich habe zwei Teammitglieder, mit denen ich nichts anfangen kann. Nix, nada, niente. Egal. Ich will jetzt noch keinen Cut machen. Ich gehe mir noch den nächsten Encounter holen. Und zwar im Bretagnewald. Und dann mache ich einen Cut. Und füge noch die 1. Doch die zwei Pokémon hinzu, vielleicht auch nur eins, je nachdem. Ich weiß ja nicht, ob ich den nächsten Encounter bekomme oder nicht. Oh, ich liebe die Musik hier. Ja, und hier gibt's... Ach ja, die Items wurden auch randomized. Das habe ich vergessen zu sagen. Aber jetzt wisst ihr es. So, wir teilen ja bald. Machen wäre lol. Enttäuscht mich nicht. Gib mir einen guten Encounter. Oh fuck. Oh fuck. Das ist keine Explosion, ne? Ja, ist aber klar. Oder Teleport. Na gut, dann, ja, dann, wir sehen uns gleich wieder. Ja, da bin ich wieder. Mit einem Plusel im Bild. Ohne Encounter vom. Ja. Vom Bretagnewald. Aber könntest du mal so anschauen, was es so hier gäbe. Wenn es im Livestream wäre, hätten mich jetzt alle ausgelacht. Für die ganzen, auch für die Neuen, die vielleicht mich nicht so lange, wirklich so lange kennen, dann sage ich jetzt mal. Tornupto, die Weiterentwicklung von Igelava, ist mein Lieblings-Pokémon all time. Und ich feiere generell die ganze Tornupto-Entwicklungsreise, vorregelt Igelava, Tornupto selbst. Und es gibt den verdammt nochmal hier. Das macht mich wütend, Alter. Das macht mich echt wütend. Und dann wäre nice. Moment das. Verpiss dich, Alter, der Moment das. Golbert! Alter, X-Bad wäre so nice. X-Bad wäre so nice. Carpador. Du bist fast mein erster Encounter geworden, ey. Ich habe auch vor, jede Generation, also sprich jetzt. Wie heißt es? Also jede Region zu bereisen als Randomizer Nuzlocke. Sprich, Kanto, Johto, Höhen, Sinnoh. Oh, Junglück, ja. Ob ich aber jetzt von Johto das Remake mache, Hardcore und Soul Silver oder das Originalspiel, das muss ich gucken, weil irgendwie haben bei mir die DS-Version als Randomizer Nuzlocke nicht wirklich so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Hatte. Ich kann Nebulak nicht angreifen, also tschüss, Nebulak. Oh, Sander, nice. Deswegen ja. Klar, wir haben es alles gesehen, ne? Gibt's noch was krasses vielleicht? Sandern? Wenn ich ehrlich bin, ich hätte Sandern gerne gehabt. Ich glaube, es war cool und so, aber
Ich hätte auch gern Sander im Team. Ich bin Sander so knuffig. Meine, wer findet Sander nicht knuffig? Ich bitte euch. Ich habe auch vor, also generell was Pokémon angeht, habe ich viele Projekte vor. Sei es die Hauptspiele oder sei es vielleicht ROM-Hacks und sowas halt. Ich habe viel vor. Ich habe viel vor. Aber ich habe auch so genau viele Projekte vor, die ich auch schon mal halt, wie ich mit meinem Infovideo gesagt habe, will ich ja erstmal nur die Let's Play Projekte bringen, die ich schon als Livestream gemacht habe. Bis ich das auch beendet habe oder vielleicht mal abgebrochen habe, je nachdem. Ihr kennt es ja. Alter Draschel. Ich muss mir abgewöhnen zu speeden, ey. Ich muss mich abgewöhnen. Das ist eine Krankheit. Das ist eine scheiß fucking Krankheit. Die Parts werden, glaube ich, ungefähr so 15 bis 20 Minuten lang werden, damit es noch so anschaubar ist. Ich glaube, es wird nur selten Parts gehen, die vielleicht mal eine halbe Stunde gehen. Ich werde auch generell auch viele Gastparts dabei haben, zum Beispiel Xemnas oder vielleicht den Meliodas, also sprich Kex oder Pikaling vielleicht. Vielleicht auch mal ein paar andere, vielleicht Dark Moon oder Asmodeus, je nachdem. Schau mir mal, wer alles immer so Bock hätte. So, jetzt haben wir alle drei mal draußen. Jetzt Gold King, bist du gefickt. Jetzt bist du gefickt! Habibi, yes! Warte mal. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie fühle ich mich viel entspannter, wenn ich jetzt ein Let's Play mache. Und einfach drauf losrede. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt versuche im Livestream einfach drauf loszulabern und dann einfach ja und zu unterhalten, ist immer so ein Unterschied. Ich wurde auch in den Kommentaren auch gefragt, also unter meinen Infovideos halt, werde ich jetzt wieder auf YouTube streamen oder werde ich weiter auf Twitch bleiben? Und ich habe auch ein Video gesagt, aber ich sag's nochmal hier in dem Part. Ich werde auf YouTube nicht mehr streamen. Ich werde höchstens ein Infovideo machen, dass ich auf Twitch dann streamen werde. Ich glaube, das Video werde ich nicht, ne? Wenn ich es schaffe, mal eine Stunde vorher hochladen mit einem Link und so weiter und so fort. Und vielleicht werde ich auch höchstens hinschreiben, was für ein Spiel das ist oder je nachdem. Also ich habe, wie gesagt, viel vor. Alter. Was kommt jetzt rein? Robby. Robby kann ich töten. Ich hab doch gesagt, das Studium habe ich Gegengift. Diese Hex, diesen Krebs. Reiner Krebs. Ich will doch den ersten Trank jetzt verwenden auch. So. Ich habe jetzt gebockt, da wieder zurückzurennen ins Pokémon Center, um mich zu heilen. Oh, ich steht die Musik hier, Alter. Die ist so nice. Warte, war da oben nicht ein Trainer? Ja. Ich werde auch so gut es geht versuchen, jeden Trainer zu machen. Ob ich auch jeden Trainer wirklich auch schaffen werde, das ist die andere Frage. Mein Ziel ist, glaube ich, in der ersten Aufnahme ist mindestens bis den ersten Ort vielleicht zu schaffen. Das ist so vielleicht so mein Ziel. Jetzt habe ich mir wieder vergiftet. Fuck. Ich muss zurückrennen. Neun. Vier. Eins. Zwei. Ich kann es nicht riskieren. Ich sag so, diese Hexe, Mann, die ist schlimm. Die sind schlimm. Ich muss einkaufen. Gegengifte. Ich brauche Gegengifte. Heilige Scheiße. Oh je. Das wird ein spannendes Display werden, du. Wenn jetzt schon so krass losgeht. Oh Mann. Alter Golbert, verpiss dich. Ich habe Stampfer gelernt, sehe ich gerade. LOL. Ich brauche Turbo-Treter, Mann.
Nee, Forsaker, du kannst mich mal. Ich bin das du auch. Ich sag mal so, wohin genau ist ein Nuzlocke-Killer? Ne, die Karte ist ja Boden, ne? So mache ich täglich, ich hab Stampfer, Mann. Oh, ein Level 9 schon Pikaling, what the fuck? Tanze auch. Hey Nico kann ich töten. Ja, sorry, wenn ich gewöhnt dran, dass ich immer speed, das ist so ein Tick von mir, den ich mir nicht mehr abgewöhnen kann. Besonders bei Pokémon spielen. Also bei den Haupteditionen. Tauboga, ja. Hätte ich jetzt eine Elektroattacke drauf, die auch Schaden machen würde, wäre es jetzt besser. Aber nein. Habe ich leider nicht. Ja. Egal, aber man, du tust echt weh, das weißt du, ne? Jedes Mal, wenn ich dich sehe, tut es weh, weil ich dich nicht fangen kann. Das tut so weh. Ja, da ich habe das zieht ja noch als Route 2, ne? Ja, gut, dann. Ich vergesse immer, dass das immer Route 2 ist. Und nicht eine neue Route schon. So, Mamoru City ist erreicht. Das heißt, im nächsten Part. Ich glaube, nächstes Mal werde ich ein bisschen leveln erstmal, damit ich Pikaling und Maya auf Level 10 bringe. Und dann geht's dann zum ersten Arena-Orden. Leute, nächstes Part wird spannend. Bis zum nächsten Mal.